Hallo Leute, schön, dass ich euch zu meinem neuen Infovideo zu meinem Kanal begrüßen darf. Im Hintergrund seht ihr, wie ich richtig schön bei Battlefield 3 Waffenmeister auf die Fresse bekomme. Ich dachte, es wäre vielleicht mal ein bisschen interessanter als ständig nur immer wieder Minecraft. Ja, also als allererstes in diesem Infovideo möchte ich natürlich meinen vielen, 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 vielen Abonnenten danken. Ich meine, ich wollte ein 1000 Abonnenten-Special machen, ich wollte ein 1111 Abonnenten-Special machen und inzwischen sind wir bei über 1250. Vielen lieben Dank für eure Treue, danke, dass ihr meine Videos seht. Ich hoffe, ihr habt wirklich Spaß damit und ich hoffe, wir können auch so weitermachen. Es ist echt absolut bombastisch, also ich bin völlig begeistert. So, zum Abonnenten-Special gibt es eine Kleinigkeit, die euch vielleicht interessieren wird. Und zwar werden wir einen Abend Livestream machen mit mir, mit wir, meine ich jetzt natürlich, den Drag, den Protos, den Unterbilker und mich. Wir haben vor, diverse Spiele zu spielen, sei es Battlefield, sei es Minecraft auf dem Server, euch vielleicht ein bisschen was da vorzustellen. Dann wird es einen offenen IRC-Channel geben, dass ihr da quasi die ganze Zeit mitlabern und quatschen könnt. Und natürlich auch einen TS, obwohl ich noch nicht ganz der Meinung bin, dass ich euch da volle Sprachrechte gebe. Es könnte ab einer gewissen Personenanzahl, also wir sind auf 350 begrenzt, ich denke, das sollte es doch definitiv machen. Könnte es etwas schwer werden, sich da noch vernünftig zu unterhalten. Dementsprechend werden wir sehen, wie wir das Ganze realisieren. Geplant ist es, machbar ist es auch, definitiv. Ihr müsst nur noch einen kleinen Augenblick Geduld haben. So, vielleicht gleich mal zum Thema Nummer 2. Der Nitrado-Server bzw. der Tekkit-Server ist down. Ja, ist er. Wir haben uns jetzt komplett von Nitrado verabschiedet. Hat auch einen gewissen Grund. Es liegt größtenteils daran, dass Nitrado ja relativ teuer ist und wir nebenbei auch schon den Root-Server am Laufen haben und auch das Server-Pack ist, also keine Panik, gleich zum neuen Server, auch so gut wie fertig. Und wenn wir dieses Server-Pack dann endlich fertiggestellt haben und auch die Admin-Tools endlich fertiggestellt haben, wird natürlich so schnell wie möglich was passieren. Also wir bitten euch jetzt noch um ein bisschen Geduld. Die Server-Geschichte ist halt doch sehr anstrengend und ein bisschen aufwendiger, als es grundsätzlich gedacht war. Da wir euch jetzt nicht, keine Ahnung, hier, komm, nehmt den Feed the Beast Launcher. Ja, sowas wollten wir natürlich nicht. Wir wollten so ein bisschen was Eigenes mit drin haben. Und ich hoffe, ihr könnt es verstehen und seid mir nicht allzu böse. Wenn irgendwelche Fragen zu dem Thema sein sollten, einfach unter dieses Video hier posten. Ich werde dann so schnell wie möglich darauf reagieren. Im Zuge des neuen Servers, auf dem wir im Übrigen ja auch unser Let's Play und ähnliches haben, es ist wirklich ein absoluter NASA-Server, der ist auch, okay, er ist ein bisschen teurer als Nitrado, aber dafür teilen wir uns ja auch, wird es dann auch ein Installationsvideo geben. Groß, viele Infos und sicherlich auch nicht ganz so einfach umzusetzen. Ihr packt das schon. Wenn es denn soweit ist, werdet ihr es sicherlich schaffen und das sollte nicht das größte Problem sein. Jetzt war da so und so. Naja, ihr wisst schon. So, nächster Punkt. Ich hätte natürlich gerne ein bisschen mehr Verkehr auf meiner Homepage. Er hat Verkehr gesagt. Ja, auf der Homepage werden in Zukunft natürlich auch alle wichtigen Infos sein und da werden auch die Infos zum Team sein, weil Sebikraft besteht ja nun inzwischen nicht mehr nur aus mir, sondern es besteht auch aus diversen anderen Personen und das sollte man natürlich auch durchaus ein bisschen forcieren. Da könnt ihr euch dann die Profile von den jeweiligen Leuten angucken. Da werden die neuesten Videos mit auftauchen und so weiter und so fort. Also auf der Page werden wir einfach ein bisschen euch einen Informationsvorsprung verschaffen wollen. Ich hoffe wirklich, dass es alles so hinhaut. Wir haben auch gerade jemanden, der da fleißig dran arbeitet, meinen kleinen Ghostwriter. Schöne Grüße an Entimon von hier aus. Und da werden wir auf jeden Fall alles Wichtige dann raufpacken. Ja gut, ehe ich euch jetzt hier noch die Ohren verhölle, nochmal vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr so rege bei mir auf dem Kanal unterwegs seid und dass ihr so viel macht. Ich bin wirklich absolut begeistert. Ich hoffe, es geht die nächste Zeit so weiter und ich hoffe, dass wir zum nächsten großen Special, zur 2500 oder was auch immer, vielleicht ein bisschen pünktlicher an die Sache rankommen. Ich hoffe, die Idee mit dem Livestream gefällt euch und ja, soll es im Großen und Ganzen eigentlich von mir auch gewesen sein. Ich werde das ganze Ding jetzt hier durchschneiden und euch dann gleich zur Verfügung stellen. Und bitte, meckert nicht an meinen Battlefield 3 Künsten rum. Ich bin alt. Ich bin nicht so gut. Nein, also bitte,
das ist nichts Repräsentatives und ich will damit auch keineswegs irgendwie jetzt hier, oh, ich bin so gut, ich bin überhaupt nicht gut. Aber es sollte mal eine kleine Abwechslung darstellen. Also, ich danke euch, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Euer Sebi Crew. Ciao.